Einen wunderschönen guten Tag von hier bei Nachzu für und Gießen. Wir sind bei Leukschau CrossFit. Herr Kelm hat es ein bisschen verpennt zu vloggen, aber das soll ja nichts machen. Wir sind alle ready. Es geht in 3 Minuten live und ich würde sagen, Vollgas heute, oder? Vollgas. Herr Graffi, heute wieder hinter der Streaming-Kamera. Wie kommt das denn? René kann nicht. Deswegen macht Jakob jetzt Renés Job und ich muss dann Jakobs Job machen. Okay, bleib mal kurz so stehen. So ein bisschen, das sieht gerade geil aus. Warte mal, ich mach mal so, genau. Wow, nice, Digga, nice. Wir haben hier ein bisschen Struggle mit dem Internet. Das ist nicht ganz so rund. Wir hoffen, wir können trotzdem live gehen. Aber das werden wir sehen, beziehungsweise ihr werdet es nicht sehen. Der Aftermovie wird ja ganz normal stattfinden. Ich würde sagen, wir starten mal ins erste Workout. Ja, spann mal an die Kiste. Das geht schon ganz gut. Ja, war doch schön, so nach so langer Zeit endlich mal wieder was ballern, oder? Es hat richtig Spaß gemacht. Vor allem im Team macht es sowieso immer mehr Spaß, finde ich, als alleine und dann in der Community dann sowieso. Ja, sehr, sehr geil. Ich sehe, ihr habt hier, seid die Ersten diese Saison. Die, andersrum. Die Message ist aber klar, oder? Ja, na, selbstverständlich. Cool. Na, selbstverständlich. Und das funktioniert bei uns beiden immer ganz gut, von daher. Ja, sehr, sehr geil. Hat richtig Spaß gemacht. Super! Der Spaß kommt später. Frag dir mal nach den Thrustern. Wie schissen ein Thruster? Also du musst noch mal ran, ja? Nee, motivieren könnt ihr, das muss man wirklich sagen. Richtig gut. Aber sau stark gemacht. Richtig gut durchgehalten. Ehrlich. Sei einfach mega stolz. Ja, das war richtig stark. Hast du mal gesehen, wie du die Schulter Overhead weggeballert hast und die Power Knie? Ja, ich war zu schnell, der letzte da. Alles gut, das ist super gemacht. Du hast den Andi abgezogen. Richtig gut, ja, wollte ich gerade sagen, der Andi hat geschnauft. Ich glaube, hier fragen wir später mal nach. Wir haben keine 15er Blades, also haben wir gesagt 7, 2,5er und die 1,25 habe ich. Ja, wilde erste Runde. War auf jeden Fall schön zu sehen, wie da am Ende nochmal gebissen wurde und gekämpft wurde. Ich weiß leider nicht, wie es in den anderen Boxen war. Das schaue ich mir jetzt im Stream an und ihr hoffentlich auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im zweiten Workout. Das Snatchen ist dann Chefsache, sagst du? Ja, genau. Schauen wir mal, was da rauskommt. Angetestet das Workout? Nee, speziell nicht, aber wir snatchen ein- bis zweimal die Woche. Auch aus dem Hang, auch mal mit den schweren Lasten. Barbell-Cycling ist sowieso oft auf dem Programm. Das heißt, das sollte passen. Digga, du musst jetzt abliefern, ne? Ja, du setzt dich gerade selber unter Druck. So, jetzt bist du dran. Oh!
schönes Ding. Scheiße. Habt ihr hier PRs geballert oder was war das? Aber die sind nicht so safe. Ja, vor allem nicht, nachdem du noch so unendlich viele gemacht hast, ne? Ja, sehr schön, sehr viele Emotionen, ey. Ja. Vor allem du hier, du Kreischmaus, ey. Mega! Oh. Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Das ist nicht mein Objektiv. Schönes Ding, ey. Vor zwei waren zum ersten Mal die 65 und jetzt zweimal. So alles. Ja, sehr, sehr geil. Vor allem hier ja vorher noch ordentlich was weggemacht vorher. Und Workout 1 hast du ja auch noch gemacht, Das hat Spaß gemacht, ist cool. Ja, sehr, sehr schön, ey. Cool. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Danke. Dann läuft, wenn seine Verlobte besser erhebt als man selbst. Wie macht das dann wett, wenn ich vorsichtig nicht so stark bin? Sehr gut. Andi hätte mir auch noch einen mehr bei 90 lassen können, hätte ich nochmal. Ja, ich wollte gerade. Da war der auf einmal fertig. Da wollte er es zeigen, ne? Ja, ja. Aber schade, dass die 100 nicht geklappt haben. Das wär ja dann richtig geil gewesen. Den Sprung wäre gut gewesen. Jo! Ey, sag mal, was war denn hier los? Hier hat er gekreischt, du Holler, die Waldfee. Geil, oder? Der leckt mich ja am Arsch. Geile Performance. Die zwei Mädels haben hier wirklich was weggerissen. Ja, ja. Quasi gesnatcht. Ja, die haben sogar die Männer alt aussehen lassen, ey. Ja gut, Marv auf jeden Fall, Andi vielleicht nicht ganz, aber die zwei Mädels, die möchte ich im Finale sehen. Auf jeden Fall, ey. Ich muss pinkeln. Okay. Ja, eure Mädels haben natürlich dann eben aber gute Show abgeliefert, du. Also nicht, dass ihr nicht, aber... Ja, ja, die Mädels, die sind... Die schreien wenigstens noch schön dabei. Die schreien wenigstens, genau. Die sind gut drauf, ja. Ja, sehr geil. Lass mich mal raten, du bist auf jeden Fall im Workout 4 nochmal zu sehen. Nee, ich hab jetzt Feierabend. Ach, der ist jetzt Feierabend. Ja. Ich esse jetzt Mittag, setze mich hier auf einen schönen Platz und genieße die Show. Box-Owner-Lifestyle. Richtig, genau, richtig. Alter, was war denn das gerade für eine Show? Das war gerade geil, oder? Eine geile Show. Also ich glaube, die CrossFit-Box... Hast du die Scores drin? Ich hab nee, leider nicht. Die Mädels haben, glaube ich... Ah, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, das Kreischen der Frauen und Männer hat man in den anderen Boxen jeweils gehört. Ja, ja, ich hoffe, das ging bis nach Dienstlaken. Toll. Das ist so ein schönes Ding, war das. Jetzt heißt es für Team Media hier, Daten sichern, schneiden und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns nach der Mittagspause wieder. Gell, Graffi? Ja. Bilder bearbeiten. Gut machst du es. So, die Pause ist vorbei. I say. Eieiei. Ich geh mal auf die Fläche. Simon, Alter. Geht weiter jetzt, oder was? Ja. Wie ist so? Es wird besser. Mhm. Letztes Wochenende das erste Mal. Und ja, es wird besser. Simon, für ein ehrliches Feedback haben wir gar nicht die Zeit. Okay. Sie ist positiv. Bist durch für heute. Ja, hier ein paar knackscharfe No-Raps verteilt, ey. Ja, was muss halt muss. Was muss halt muss. Ja, wenn man nicht liegen bleiben kann, ne? Früh kommt man nicht aus den Federn. Eine Weisheit von Julia. Ja, das sah doch schön aus. Ja, hat auf jeden Fall wehgetan. Also hast du auch lange gelegen, ja, muss ich sagen. Ja. Ja, auch zufrieden. Okay. Und gleich haust du noch ein paar Muscle-Ups hinterher, oder? Habe ich jetzt richtig geraten, das ja? Richtig geraten, ja. Geil, geil. Woher das kommt, ja. Oha. Na, okay. Jetzt doch nicht mehr so. Na, dann noch nicht mehr so. Okay. Nicht mehr so. Mal runter, ganz. Ha, was bist du für ein Flummi? Das war schön. Oh Gott. Wie kann man sich mitten im Workout auf dem Boden bewegen? Ja, das muss ich auch sagen. Bleib auf den Füßen. Ist doch mein Ding, wenn ich da unten liege. Ich dachte aber auch zwischendurch so, weißt du, dass er noch mal ran muss, oder? Ich kann jetzt rankommen, weil du da alles gelegen hast. Ja, aber wobei, ja, ist ja smart. Er lag und ist direkt aus dem... Ich habe aber auch gedacht, fünfmal das Work, er steht nicht mehr auf. Ja, 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 ja. So, hier läuft das zweite Heat. Jakob jetzt mal hier, der Mann für Streaming. Na, alles gut, alles gut.
Schlitzer hier mit Argus-Augen. Hallo und herzlich willkommen, Fabian Hammüchen. Grüßt euch. Das ist ja Wahnsinn, ey. Du beim Kostet, sehr geil. Ja, seit Februar bin ich hier am Start bei Lakeshore und macht richtig Bock. Ja, fürs Team hat es noch nicht ganz gereicht. Nächstes Jahr hast du gerade gesagt im Stream. Aber du bist heiß, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich muss noch einiges lernen, bin aber auf einem guten Weg und nächstes Jahr würde ich definitiv dabei sein. Ja, freut uns vor allem, weil das ja auch so ein bisschen Licht auch in diesen Sport bringt von einer ganz anderen Seite. Also, ja, zuvor wusste ich auch nicht so viel über CrossFit, aber habe mich dann so ein bisschen da reingearbeitet, bin per Zufall eigentlich hier gelandet so ein bisschen und habe mich direkt rein verliebt in den Sport und jetzt auch CrossFit Games und sowas begeistert verfolgt so in den letzten Jahren. Zumindest nachrückend jetzt nochmal beobachtet, die Dokus hier und da geschaut, also ist schon, pervers. Krasser Vibe, ne? Ja, sehr, sehr geil. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir die mal das Workout machen und wir besaufen uns mit japanischem Bier. So schaut's aus. Sie sah noch schön aus. Danke. Oh. Alles super. Wie war das so unter den Augen der... Das war geil. All Eyes on You, ja? Das war so geil. Dann wie viel der Wettkampf ist das jetzt? Der richtige zweite. Wo warst du zuerst? Das erste Mal? Letzte Woche in St. Pauli. Oh, krass. Ja. Okay, also quasi haben wir den Muskelkater vom Wochenende in den Knochen. Ja, sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool. Ja, hier für dich, alter Hase, war das ja... Also Wettkampfhase jetzt im Sinne von alter Hase. Aber die Chester waren auch so ein bisschen... Ich wollte gerne einen Broken schaffen, also von daher. Ja, alles gut geklappt, ja. Alles gut geklappt. Heat Nummer 2, 5. Spieltag. Wir schauen, dass... So, durch sind wir hier. In Gießen, gell? Toll war es, oder? Hat Spaß gemacht, oder? Wer hat gewonnen? Hard and Heavy. Oh, verdient, würde ich sagen, oder? Und dann gab es aber keinen Bronzeplatz, weil es zwei Silberne gab. Invincible? Und Amboss. Amboss. Ja, Invincible meiner Meinung nach sind doch absolute Rookies. Oder haben die nicht sogar noch bei Instagram geschrieben, dass die sich im November erst gegründet haben? Die sind im nationalen Ranking noch drin. Vielleicht sehen wir die im Oktober sogar wieder. Das wäre ziemlich krass. Nico, du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Ganz kurz, ja, ich habe zu Simon schon gesagt. Invincible hat auf Instagram geschrieben, dass ihr die nicht kennen könnt, weil es die erst seit November gibt. Jetzt stell dir mal vor, die werden jetzt nach November direkt im Finale. Stark, ja. Also dafür waren sie richtig stark. So, ihr Pfeifen. Herr Hambüchen. Hambüchen. Ja, dann haben Sie das letzte Wort, Herr Hambüchen. Ja. Ja, hoch die Hände. Wochenende.